Mein Name ist Ulrich Pietschmann. Ich bin bei Hensoldt der technische Direktor in dem Bereich Eurofighter-Radar. Und ich habe auch noch eine zweite Aufgabe. Ich bin nämlich in dem Radarkonsortium auch der technische Direktor und habe da dann die gesamttechnische Verantwortung in diesem Programm. Der technische Direktor ist weniger operationell tätig, sondern mehr strategisch und ist eine Eskalationsebene für die ganzen technischen Teams, sowohl intern wie auch im Konsortium. Trifft am Ende des Tages aber auch kritische Designentscheidungen. Der Eurofighter hat bereits einen AESA-Radar und das ist genau die Basis, auf der wir aufsetzen. Was tatsächlich ganz neu ist, ist der Mehrkanalempfänger. Das ist eine Neuentwicklung der Firma Hensoldt und der Firma Indra im Rahmen dieses MK1-Programms mit herausragenden technischen Eigenschaften. Die Einsatzbedingungen für das Waffensystem Eurofighter ändern sich kontinuierlich und werden immer komplexer. Und für den primären Sensor, das Radarsystem, leiten sich da natürlich entsprechende Anforderungen ab. Das betrifft zum einen die primären Anforderungen, die ein Radar halt so erfüllen muss, wie zum Beispiel Objektdetektion, aber auch die Fähigkeit zu funktionieren und Leistung zu bringen in sehr komplexen Störhintergründen, bis dahin, dass wir neue Funktionen bringen müssen, die eigentlich über standardisierte Radarfunktionen hinausgehen. Und um dieses leisten zu können, müssen wir die Features der AESA-Technologie vollständig ausnutzen können. Und dieses geht eben nur mit dem Mehrkanalempfänger und ist erstmals möglich im MK1-Programm. Hensoldt hat in diesem Programm jetzt zum ersten Mal die Systemführerschaft. In den bisherigen Eurofighter-Radar-Programmen waren wir Teil eines Konsortiums. Und das ist für mich persönlich extrem spannend, die Führung zu haben, die technische Führung in diesem komplexen Programm. Das bedeutet auf der einen Seite, dass wir eine deutlich höhere Verantwortung haben, Unterauftragnehmer zu führen oder auch Konsortialpartner zu führen. Das heißt, wir müssen sicher sein, dass das, was entwickelt wird, auch die Anforderungen erfüllt, dass es zeitgerecht kommt, dass wir es zum System integrieren können. Auf der anderen Seite, und das ist genauso spannend, haben wir eine direkte Schnittstelle, ein direktes Interface zu unserem Kunden, zu dem Nutzer. Und hier bedeutet es, dass wir den Nutzer davon überzeugen müssen, dass die technische Lösung, die wir entwickeln, seine operationellen Anforderungen erfüllt. Allein schon, wenn man das Projektvolumen sich anguckt, stellt man fest, dass wir ein sehr, sehr großes Entwicklungsteam benötigen, um die ganzen Aktivitäten dort auch durchzuführen. Wir müssen einen deutlichen Aufwuchs haben und wir suchen an der Stelle auch nach Ingenieuren in allen Bereichen, im System Engineering, im Software Engineering, im Hardware Engineering. Aber wenn ich an die Qualifikation von Leuten denke, dann denke ich, ist es besonders wichtig, dass die Leute von diesem Programm so begeistert sind wie ich selber. Fighter Radar gehört zu den komplexesten Radarsystemen überhaupt. Das liegt zum einen daran, dass wir sehr starke Zwänge haben durch die Plattform, was Einbauvolumen angeht, aber auch was mechanischen oder thermischen Stress angeht. Aber auch die Vielzahl der Betriebsarten, die wir auf einem einzigen Sensor abbilden müssen, wo wir doch bei den Boden- oder Schiffsradaren zum Teil mehrere Sensoren haben, die diesen kompletten Blumenstrauß abbilden. Das ist für mich die ultimative technische Herausforderung für den Ingenieur. Auch wenn die Tendenz in die Richtung geht, dass die Softwaretechnologie immer eine größere Bedeutung hat und auch die Computer, die wir heute drin haben, in diesem Radarsystem extrem leistungsfähig sind, ist die Technologie noch nicht so weit, dass wir sagen können, die Software ist dominant. Dieser Mehrkanalreceiver besteht aus extrem komplexer Hardware, gerade das, was technisch so möglich ist. Aber natürlich haben wir auch extrem leistungsfähige Software. Ja, wir verwenden in dem Programm Methodiken der agilen Entwicklung. Die agile Entwicklung bietet viele Vorteile. Also um mal zwei Beispiele zu nehmen. In der agilen Entwicklung wird die Arbeit in kleine Paketchen verteilt, sogenannte Sprints. Und diese Sprints können in wenigen Wochen abgearbeitet werden und liefern ein nachprüfbares Ergebnis. Das gibt uns enorm hohe Transparenz, wo wir tatsächlich stehen im Programm. Und zeigt auch Risiken relativ früh auf. Ein zweiter wesentlicher Vorteil dieser Methodik ist, dass es die Motivation der Leute deutlich stärkt, zu arbeiten in selbstorganisierten und Teams, die eine deutlich höhere Eigenverantwortung haben, als wenn man die klassisch steuert. Wir suchen Systemingenieure, am besten Radarsystemingenieure, aber wir suchen auch Softwareingenieure und Hardwareingenieure, weil dieses Radar besteht natürlich auch aus einem großen Teil Hardwareentwicklung, analoge Hardwareentwicklung, digitale Hardwareentwicklung. Ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen. Wir haben hervorragende Ingenieure. Ich bin begeistert von unseren Ingenieuren, von unseren jungen Ingenieuren. Die sind mit vollem Herzblut dabei. Ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen.